Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Es ist mal wieder soweit, es gibt wieder ein neues Video für euch. Denn beim Bitcoin passiert was sehr Interessantes. Wir werden uns heute den Bitcoin-Preis ganz genau anschauen. Es gibt dann auch noch ein paar Informationen für euch mit verschiedenen Analysen, ja, das heißt mit verschiedenen Charts. Da schauen wir uns einfach das Ganze hier mal an und ihr seht schon im Hintergrund, ja, ich bin weiterhin unterwegs, aber das soll mich nicht davon abhalten, euch wieder ein Video rauszuballern. Deshalb lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Am Samstag bin ich wieder zurück. Das bedeutet, am Samstag ist es dann wieder so, dass wir hier ganz normal, wie es gewohnt seid, mit meinem Setup und so weiter und so fort, wieder ein schönes Video rausgeballert bekommt. Also gerne Daumen nach oben lassen und wer hier neu auf meinem Kanal ist, werde auch jetzt zum BTC Moneymaker und werde hier unten einfach Mitglied der geilen Community. Würde mich sehr freuen. Lasst gerne ein Abo da. In diesem Sinne starten wir jetzt direkt rein. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten jetzt hier mit dem Bitcoin-Preis und wenn ihr das hier jetzt ganz gut sehen könnt, sind wir hier jetzt genau an dieser Stelle jetzt hier nach oben hin ausgebrochen. Wir hatten hier, wenn man das so möchte, am gestrigen Tag wie so ein kleines Symmetrical Triangle. Ja, das seht ihr hier nochmal ganz schön, wie so ein kleines Symmetrical Triangle geformt, sind dann nach oben ausgebrochen. Das ist seit längerem mal wieder ein Chart-Pattern, was wirklich auch sein technisches Preisziel erreicht hat. Ja, das muss man auch erstmal schaffen und da ganz klar dazu sagen, weil das war halt wirklich schon seit längerer Zeit der Fall, dass das Bitcoin schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht hat. Aber das war es jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir sind jetzt hier schön nach oben hin ausgebrochen, sind auch über den 50er EMA hier drüber. Und jetzt seht ihr hier ganz gut, dass wir hier Richtung 100er EMA auf dem 4-Stunden-Chart hochlaufen. Wenn wir uns das nämlich auf einem kleineren Timeframe hier jetzt mal angucken, dann seht ihr, wir hatten dann gestern auch mit den Bitbullern einen kleinen Short-Scalp-Trade. Das heißt, wir hatten dann hier eine kleine Bewegung mitgenommen, diese kleine Rejection, was ihr hier gesehen habt, hier nach unten. Das war dann ein schöner kleiner Short-Scalp-Trade. Und dann ist es so, dass wir hier jetzt nach oben hin ausgebrochen sind, auch über den 200er und den 100er EMA. Und jetzt wird die Sache nämlich spannend, denn ihr seht schon, ja, der 200er crossed jetzt hier schon den 20er und den 13er EMA und der 100er crossed hier unten schon unseren 50er EMA. Das sieht jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Dennoch, ganz wichtig, ja, auch wie es das Thumbnail schon sagt, das sollst du jetzt hier bei einem Crash tun. Das heißt, ich gehe immer noch davon aus, dass es das hier, die Bewegung, noch nicht war. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Bitcoin jetzt hier nach oben ballert auf 200er EMA und wir jetzt hier irgendwie auf dem 200er EMA jetzt hier nach oben gehen und da Support finden. Ja, da gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, denn ich gehe weiterhin davon aus, dass wir dennoch jetzt hier in eine größere Konsolidierungsphase gehen, wie wir das schon mal gehabt haben, und dann wieder hier abverkauft werden. Und deshalb müssen wir uns jetzt ein wichtiges Chartbild nämlich anschauen. Und Grüße gehen nämlich hier dann auch raus an meinen Kollegen hier Anub, also Krypto Anub, liebe Grüße gehen hier raus. Es ist schön, dass du das hier für mich so schön aufbereitet hast. Und zwar schauen wir uns das hier einfach mal an. Und zwar hat jetzt hier der Anub Folgendes gemacht. Und ihr seht hier unten auf der linken Seite immer jeweils die Pfeile, das sind Support-Zonen. Das heißt, Bitcoin geht da immer runter, toucht an, kriegt einen schönen Bounce rein und wird dann sozusagen wieder nach oben katapultiert, ja, und kriegt dann hier wirklich immer so schöne Rejection-Wicks dann auch rein und wird dann längere Zeit erstmal wieder in den Seitwärtsmodus gehen. Und jetzt sehen wir genau dasselbe. Und wenn wir uns die letzten paar Male das anschauen, dann sehen wir einfach hier, dass wir dreimal immer hier unten angetouched sind auf dieser Aufwärtstrendlinie, was ihr hier gut seht. Ja, einmal, zweimal und hier unten dann sind wir jetzt im Moment, Stand jetzt hier, sind wir im Moment bei Touchpoint Nummer 2. Das heißt, ein kleiner Bounce nach oben wäre durchaus denkbar, um dann nochmal runterzukommen, um die Supportlinie anzutesten. Und jetzt schaut euch einfach an, was die letzten paar Male immer wieder passiert ist. Ganz genau, Leute, wir sind die letzten paar Male dann immer wieder weiter nach unten hin ausgebrochen. Und deshalb bin ich hier etwas vorsichtig, was das Ganze angeht. Warum? Ganz einfach, weil wir nämlich hier an dieser Stelle, machen wir es mal wieder so rum, weil wir nämlich hier an der Stelle ganz vorsichtig sein müssen, weil viele Leute wieder
FOMO kriegen. Viele Leute gehen wieder rein in dementsprechende größere Long-Positionen mit großem Hebel. Lasst das erstmal sein. Wartet erstmal, bis sich der Markt beruhigt. Wartet erstmal auf wichtige Zahlen von den USA. Arbeitslosenzahlen zum Beispiel, Inflationszahlen von den USA und noch vieles, vieles mehr. Weil wir gehen jetzt hier auch mal kurz rein und gehen gleich in die News-Section. Und hier seht ihr das Ganze dann auch nochmal schön. Und zwar gibt es nämlich jetzt hier bei Bitcoin Echo einen schönen Artikel, welche Zahlen denn jetzt hier wichtig werden für die Woche. Ja, das seht ihr hier jetzt ganz schön. Das heißt, wir können uns das jetzt hier einfach mal anschauen. Was wird denn jetzt hier wichtig? Wenn wir hier mal kurz runter scrollen, ist es so, dass jetzt am Vormittag der Einkaufsmanager-Index schon mal reinkommt von der EU. Das ist jetzt nicht so gravierender Einfluss für unseren Bitcoin-Preis, aber jetzt wird die Sache nämlich interessant. Und zwar am Mittwoch geht es nämlich schon los mit dem Einkaufsmanager-Index von den USA und unser FOMC-Protokoll. Also das kommt am Mittwoch um 16 Uhr raus. Das heißt, eine halbe Stunde nach Börseneröffnung. Gestern waren ja die Börsen zu, zwecks Feiertag. Und dann geht es hier unten auch schon weiter mit dem EZB-Sitzungsprotokoll sowie frische Arbeitslosenzahlen in den USA. Und das kommt nämlich dann am Donnerstag. Und jetzt wird die Sache spannend, denn die Arbeitslosenzahlen geben uns ein Indiz dafür, wie sich im Moment der ganze Jobmarkt in den USA verhält. Wenn weniger Arbeitslosenzahlen sind, also weniger Leute arbeitslos sind, haben mehr Leute einen Job. Die Wirtschaft erholt sich langsam, zumindest für den Monat. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ja, in den USA gibt es viele Saisonarbeiter. Wir sind genau im Sommer, so ist es ja bei uns auch. Im Sommer gehen die Arbeitslosenzahlen etwas zurück, bevor sie dann im Winter wieder nach oben gehen. Warum? Weil die ganzen Saisonarbeiter einfach wieder dann keinen Job haben. Ja? Also das mal noch hier dazu für euch so als kleine Background bzw. als kleine Information für euch, damit ihr das ganz genau wisst, was jetzt diese Woche auf euch zukommt. Und meistens ist es dann immer so, Donnerstag ist meistens dann immer der Tag, wo wirklich sehr, sehr viele Zahlen rauskommen und dann halt einen sehr großen Einfluss und Impact auf die traditionellen Märkte und dann halt auch auf uns haben. Dann gehen wir noch mal ganz kurz rein und gehen hier noch mal in den Chart. Also das bedeutet, was erwarte ich jetzt? Das heißt, wir gehen nochmal hier auf den 4-Stunden-Chart und wir sehen einfach jetzt hier genau diesen Bounce, was ich euch gerade eben auch in dem Foto gezeigt habe. Ja, wir haben jetzt einmal einen Bounce, zweimal hier einen Bounce. Jetzt gehen wir hier in einen schönen Aufwärtstrend nach oben. Ich erwarte dann auch nochmal so eine schöne Rejection hier nach unten in diesem Fall. Und dann kann es durchaus möglich sein, dass wir hier unten dann noch unser technisches Preisziel hier abholen. Aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, dieses Adam-Eve-Pattern, was wir hier haben an dieser Stelle, ist halt jetzt auch wieder mit dem technischen Preisziel nicht so gelaufen, wie man das gerne hätte. Ja, und deshalb muss man einfach mit den Chart-Pattern sehr vorsichtig sein. Jetzt die nächste Widerstand ist genau hier oben beim 100er EMA. Da muss man dann mal die Augen offen halten. Sonst wird es sehr spannend, was nämlich dann hier oben passiert. Denn hier kommt dann nochmal der 200er EMA Ribbon rein und der crossed dann hier genau mit unserem 200er Week Moving Average, genauso wie mit unserem 200er Week EMA. Das heißt, wenn ich jetzt nämlich das hier mal auf unseren Wochenchart hier reinballer, dann seht ihr, dass wir genau hier oben unseren 200er Week EMA haben, der jetzt auch hier langsam einen Bogen nach unten macht. Ja, ihr seht es, der macht jetzt hier so einen Bogen nach unten. Das heißt, das ist weiterhin jetzt erstmal ein nicht so gutes Zeichen, weil wenn auch dieser EMA, ja, also jetzt machen wir hier mal wieder so, wenn dieser EMA nach unten geht und wieder den Bogen nach unten macht, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir nochmal größeres Downwards Momentum, deutsches Wort, weiß ich jetzt nicht, also dass wir großen Drop nochmal nach unten durchaus sehen könnten. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr jetzt davon haltet. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt gut updaten. Leider klappt es mit dem Mikrofon nicht mit meinem Tablet, deshalb muss es jetzt bis Samstag noch so gehen. Ich hoffe, das geht für euch klar. In diesem Sinne, werd auch du zum BTC Moneymaker, join gerne der Community, lass gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auf jeden Fall hier zum nächsten Video und das kommt wie immer morgen früh für euch online. Bleibt gesund, passt auf euch auf, haut rein, bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.